Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir das versprochene Q&A und ich dachte, ich zeige euch einfach im Hintergrund Videos und dann blende ich halt die Kommentare ein und antworte darauf. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. In dem Fall sind es sogar schon ein paar mehr Fragen und zwar von Pferde-Cookie. Und als erstes steht da, was musst du alles zum Turnier können? Und das ist ganz einfach, ich muss einfach nur Schritt, Trab, Galopp und halt die Bahnfiguren können. Weil es ist ja unser erstes Turnier, dann wollte ich halt nicht zu schwierige Prüfungen nennen. Zweitens, wann bist du immer im Stall? Das ist immer unterschiedlich. Also meistens montags, mittwochs und sonntags, aber manchmal auch mittwochs, freitags und sonntags oder montags, freitags und sonntags. Also immer irgendwann da. Wie viele Pferde hattest du schon als RB? Da hatte ich 4, glaube ich. Also auf jeden Fall Wenke, Chandonar, Skadi und Tinus jetzt. Wie viele Pferde gibt es auf dem Hof, wo Tino steht? Da gibt es 2 Ponys, ein Großpferd und halt Tinus. Und ein Einsteller wird gerade noch gesucht. Und ja, meine Lieblingspferderasse ist, denke ich, deutsches Reitpony. Weil die sind einfach so toll, also die sind, haben so einen tollen Charakter und sind auch sportlich und das mag ich einfach sehr gerne. Was findest du, welche Schabrackenfarbe Tinus am besten steht? Ich finde, ihm steht alles, aber das, was jetzt hier gerade auf dem Video ist, dieses Grün oder das Helllila, steht ihm auch sehr, sehr gut. Und dann jetzt schon zur letzten Frage von ihr, und zwar, dein wievieltes Turnier ist das jetzt schon? Und ich habe gerade mal gezählt und es ist mein 9. Turnier, weil mit Skadi war ich auf 8 Turnieren und mit Tinus wird es jetzt mein 9. Dann machen wir weiter mit der nächsten Person. Dann geht's weiter mit den Fragen von Kerstin Krams 4882. Und zwar ist die erste Frage, wann startest du auf dem Turnier, also an welchem Tag? Und das ist der Samstag, der 25.05. Und das ist einfach schon so bald und oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Aber ja. Und dann zweitens, in was für Prüfungen startest du? Und weil das ja unser erstes Turnier ist, haben wir nicht so schwere Prüfungen. Und zwar Schritt, Trab, Galopp haben wir genannt und Dressur-Reiterwettbewerb. Dann machen wir weiter. So, weiter geht's mit ein paar Fragen von Ori-De-Araber. Und die erste Frage ist, wie oft in der Woche bist du beim Stall bei Tinus? Und das ist 3-mal in der Woche einfach. Ja. Dann, wann hast du dein erstes Turnier mit Tinus? Das habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal. Und zwar am 25.05. in Gerüttenbühlen. Was ist dein Ziel im Reitsport? Also ich würde gerne irgendwann mal ein paar höhere Prüfungen reiten, so S-Dressur oder S-Springen, keine Ahnung. Aber eigentlich vielleicht später ein Pferd haben und einfach glücklich sein oder sowas. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ist so. Was ist das Höchste, was du jemals gesprungen bist? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich kann euch jetzt eben ein Video einblenden. Das ist auf jeden Fall mein höchster Sprung und ihr könnt ja mal schätzen, wie hoch das war. Dann machen wir weiter. Wie alt ist Tinus? Tinus ist jetzt, glaube ich, 10 geworden dieses Jahr. Ja, das stimmt doch, ja. Dann, was ist deine allerliebste Pferderasse bzw. Farbe? Das habe ich ja auch schon beantwortet. Und zwar halt, also Lieblingsrasse ist deutsches Reitpony. Und es klingt jetzt komisch, aber meine Lieblingsfarbe ist wirklich Rappe. Ich bin, Wenke war ja auch schon Rappe, aber Rappen sind halt cool, weil da kann man halt alles draufpacken, weil es steht einfach alles. Und das ist einfach toll. Ja. Dann, auf was für ein Niveau läuft Tinus in der Dressur? Und das kann ich euch ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, weil ich habe ihn tatsächlich auch noch nie wirklich reiten sehen, von jemand anderem, außer von mir. Ich würde schätzen, unter seiner Besitzerin so A bis, keine Ahnung, doch ich würde sagen A-Niveau. Oder halt E wegen den Lektionen, aber doch eigentlich glaube ich A. Dann geht's weiter mit der Frage von Neleke Reimers 8768. Wenn ich deinen Namen falsch ausspreche, tut's mir leid. Auf jeden Fall hat sie gefragt, wo ich Tinus gefunden habe. Und das war auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe halt einfach immer so ein bisschen geguckt, was da so für Anzeigen sind. Und dann war halt er da. Und dann war ich so am Überlegen, soll ich anschreiben, soll ich es lassen? Dann habe ich ihn einfach angeschrieben. Also beziehungsweise nicht ihn, sondern seine Besitzerin. Und dann haben wir halt ein Probereiten ausgemacht. Und das hat dann einfach irgendwie gepasst. Und dann bin ich jetzt in Reitbeteiligung geworden. Und ja. Weiter geht's mit einer Frage von Luffy 23 und auch hier, wenn ich es falsch ausspreche, tut mir leid. Auf jeden Fall hat sie gefragt, würdest du lieber jeden Tag im Stall sein, dafür aber nur eine Stunde, oder würdest du lieber einen Tag im Stall sein, aber dafür 24 Stunden? Es ist schwierig.
Weil eine Stunde ist ziemlich wenig Zeit, aber ein Tag 24 Stunden weiß ich nicht, weil 24 Stunden, was mache ich dann da so? Ich würde, glaube ich, jeden Tag eine Stunde nehmen. Ja, irgendwie, das gefällt mir besser. Ich habe dann zwar gefühlt für gar nichts Zeit, aber egal. Weiter geht's mit noch einer Frage von Ori_de_Araber. Und zwar, was war eigentlich dein schlimmster Sturz? Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil ich mich da gar nicht mal so dran erinnern kann. Und zwar das, was ich schon mal in meiner Reitgeschichte angespoilert, oder wie man das auch immer nennt, habe, war der schlimmste Sturz halt beim Probereiten. Dann ist das Pferd, glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Pferd, glaube ich, irgendwie aus einer Ecke, hat sich erschrocken oder so und ist dann halt losgebockt und dann bin ich halt runtergefallen, aber ich weiß es nicht und dann lag ich halt auf dem Boden. Ja. Das war's mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich beim Turnier mitfilmen soll, weil wenn das keiner guckt, dann ist es halt umsonst und das ist dann zu viel Aufwand. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.